Mein Name ist Martin Kruse. Ich bin von der Firma Venus aus den Niederlanden. Und wir sind heute und der Rest der Woche, also vom 15. bis 19. November, hier auf die Veranstaltung bei der Firma Engbeschöne zusammen mit der Firma Plöger und stellen hier unsere aktuelle Gülletechnik aus. Was wir hier präsentieren, ist das Premium Quadshift-Fass, das konstruiert worden ist mit vier Rädern nebeneinander, wobei die äußerste Räder auseinanderschieben können. Das Highlight hier dran ist, dass wir trotz vier Rädern nebeneinander stabil fahren können, weil jedes Rad unabhängig gefedert ist. Pumpenansteuerung auf dieses Fass ist mittels einer Drehkolbenpumpe, der proportionell geregelt ist, also geschwindigkeitsunabhängig, können wir sehr schnell reagieren. Dieses Fass ist auch ausgerüstet mit einem Isobus-System. Das ist sehr wichtig heutzutage. 95% von unseren Fässern, die wir bauen bei uns in die Produktion, werden ausgeführt mit einem Isobus-System. Und das hat damit zu tun, dass man zukunftsfit sein soll, dass man auch jederzeit, auch wenn man es jetzt nicht macht, eine Section Control oder das Fahren mit Dateikarten oder auch sehr wichtig für die Zukunft, einen NIS-Sensor nachrüsten kann. Wir stehen hier bei einer ZREC 200 Grubbe. Ja, diese Grubbe ist bis zu einer Arbeitsbreite von 6,44 m zu bekommen. Highlight jetzt an dieser Maschine ist darin, dass wir hier auch mit einem Dropstop arbeiten. Da ist ein Luftdropstop dran, ja, sodass auf dem Moment, dass wir auf dem Wendeacker wenden, die Gülle nicht rausläuft, aber behalten wir den Schlauch, sodass auf dem Moment, dass wir wieder anfangen, erneut anfangen, auch direkt die Gülle zur Verfügung haben und der Wendeacker nicht schmutzig machen mit Gülle. Ja. Ausgeführt ist das Fass hier mit einer schweren Kraftheberrichtung. Und das ist auch sehr wichtig, auch die Position von der Kraftheberrichtung, die Zuglinie nach vorne hin. Wir als niederländische Hersteller sind schon seit 1992 verpflichtet, um zu schlitzen. Und das macht auch darin, dass wir unsere Fässer so konstruiert haben, dass wir auch mit schweren Applikationsgeräten fahren können. Ja, hier stehen wir bei einem Premier 1200 Schlitzgerät von der Firma Venus. Ein Schlitzgerät, das sich sehr eignet, um hinter ein Applikationsfass selbst fahren oder auch als Verschlauchungssystem damit zu arbeiten. Das System ist so konstruiert worden, dass wir über die komplette Breite einen sehr großen Pendelweg haben, sodass er sich wirklich an den Boden anpassen kann. Wir fahren auch mit so einer Maschine im gepflügten Acker, wenn es über Verschlauchungssysteme geht. Na, hier, diese Maschine ist ausgeführt worden mit einer Luftdropstop über die komplette Breite, sodass wir auch hiermit mit Section Control arbeiten können. Diese Maschine ist aktuell ausgeführt mit 16 Sektionen. Das heißt, dass jede zwei Elementen separat abgeschlossen werden kann über die komplette Breite. Was wir auch hier haben, ist eine dreiteilige Scheibe dran. Eine dreiteilige Scheibe heißt bei uns eine mittlere Scheibe, die vorschneidet, die schon die Spannung aus der Erde rausnimmt. Und zwei äußere Scheiben, die die Erde dann etwas auseinanderlegen, sodass die Gülle wirklich schön reingelegt werden kann. Ja, hier stehen wir bei einer Terrec-Disch, eine 6 Meter Ausführung, hier ausgeführt mit Schleppzinken. Sehr wichtig bei uns, bei den Scheibenmärkten, allgemein auch bei Schlitztechnik, wir machen Gebrauch hier von 60 mm Auslaufschläuche. Dies, um Verstoffung so viel wie möglich entgegenzukommen. Oben drin haben wir einen eigenen Schneidverteiler, das ist der Venus Schneidverteiler. Der arbeitet mit runddrehenden Messer, sodass wir auch damit Verstoffung zu wirklich minimalisieren. Und auch wenn es gezogen wird durch zum Beispiel Vakuumtechnik, Vakuumfässer, wo alles mit reingeht und über den Schneidverteiler wirklich geschnitten werden muss, da eignen sich diese Verteiler wirklich für. Und sehr wichtig bei unserer Scheibenmagger ist, dass wir hier mit Auslaufgummis, die auch bei einem Schlitzer angebaut worden sind, arbeiten, sodass wir die Gülle wirklich schmal in einen schmalen Streifen nach hinten hin ablegen können. Und das macht, dass der Gülle wirklich zugedeckt wird und oben so wenig wie möglich oder eigentlich so gar nichts liegen bleibt und wirklich untergearbeitet wird. Ja, hier stehen wir bei einem 18,5 Kubik Venus Vakuumfass. Ein Vakuumfass, das bei der Befüllung unterstützt wird mittels Beschleuniger in die Befüllung. Und auch beim Entleeren wird Gebrauch gemacht von einem kleinen Entladebeschleuniger, der mithilft darin, um auch wirklich beim Ausbringen Kapazität zu erschaffen. Ein Fass ausgeführt mit Schiebeachse und montiert sind hier sowohl vorne als hinten 32 Zoll Bereifung. Und das sind wirklich Niederdruckreifen. Und das reden wir über das Thema bodenschön arbeiten. Wenn wir mit einer Schiebeachse
spurversetzt fahren können und mit großer Bereifung, dann machen wir das Maximale, um im Acker so bodenschön wie möglich rauszukommen. Dieses Fass ist ausgeführt mit einem Andockarm. Diesen Andockarm ist geeignet, um bei Zubringer auf einer Höhe von 4 Meter auch andocken zu können. Weiter hat er die Möglichkeit, mittels Wechselstücke auch einen Saugschlauch zu montieren oder ein kurzes Andockstück für einen Trichter, der sich am Boden befindet. Hier stehen wir bei das Basismodell von der Firma Venus in Sachen Schlitztechnik. Dies ist das Venus Ecojet Schlitzgerät. Dies hat eine Scheibe mit einem Durchmesser von 30 cm und ist auch sehr geeignet für der Bauer oder der Unternehmer, der bereits schon ein Fass hat, vielleicht nicht die schwere Krafthebelrichtung hinten dran hat für schwere Applikationstechnik, aber in der Basis auch anfangen will, effektiv die Gülle rauszubringen, ist dies ein sehr geeignetes Gerät. Und das stellen wir auch hier aus bei der Firma Engbeschöne, sowie noch auch die anderen Sachen, die wir ausstellen. Und gerne, dass Sie hier diese Woche vorbeischauen, um sich das alles mal anzugucken. Ja, willkommen hier heute auf die Profi-Gülletage bei Engbeschöne in Twist. Mein Name ist Martin Hohmann. Ich arbeite für Bomech im Vertrieb. Ich bin unter anderem zuständig für den französischen Markt, aber teilweise auch für den deutschen Markt. Deswegen bin ich heute hier. Wir präsentieren hier unser neuer Trackpack 24 Meter Gestänge. Der Trackpack ist eine Schleppschuhmaschine, welche wir letztes Jahr erfolgreich introduziert haben in die Arbeitsbreiten 12, 15, 18 und 21 Meter. Und diese Baureihe von der Trackpack wird jetzt erweitert mit einer Maschine mit einer Arbeitsbreite von 24 Meter. Wir waren schon im Bereich Trackpack erfolgreich, aber auch einzigartig mit der Technik. Jeder, wer bekannt ist mit Bomech, weiß, dass die Bomech-Gestänge normalerweise seitlich vom Fass zusammenklappen. Im Bereich Selbstfahren hatten wir auch schon ein Gestänge verfügbar, was seitlich vom Fass zusammenklappt. Das ist eine Maschine mit einer Transportbreite von 3,30 Meter. Teilweise war der 3,30 Meter in bestimmten Regionen für die Zulassung ein Thema. Teilweise ist es auch so, dass Gestänge von 3,30 Meter Transportbreite, das klappt um eine Fassdurchmesser von maximal 2,55 Meter. Deswegen gab es da auch einen Markt für Technik, der komplett zusammenklappt hinter dem Selbstfahrer. Ja, und wie gesagt, wir sind letztes Jahr dann angefangen mit dem Trackpack. Der Trackpack ist ein Schleppschuhgestänge, der komplett zusammenklappt hinter dem Selbstfahrer, wobei die Transportbreite unter 3 Meter bleibt. Und weiterhin ist es so, dass man seitlich vom Fass keine Anbauvorbereitung oder etwas erforderlich ist. Man kann einfach den Schleppschuhverteiler in ein 3-Punkt- oder 4-Punkt-Hüpfwerk hinter dem Selbstfahrer einfach einbauen. Mit dem Trackpack ist es einfach, das Gestänge auch mal an- und abzubauen und mal zu wechseln im Saison mit einer Güllegrube zum Beispiel. Ja, wie gesagt, diese Woche der Primeur hier auf die Profi-Gülletage von der Trackpack in 24-Meter-Bereich. Ja, man merkt doch, dass vor allem auch im Selbstfahrerbereich für 24 Meter Arbeitsbreite ein großer Markt da ist. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir erweitern die Trackpack-Baureihe mit einer Maschine mit 24 Meter Arbeitsbreite. Vor allem auch da im Bereich 24 Meter. Das jetzige Gestänge, was wir schon verfügbar hatten in 24 Meter, an viele Gülle-Selbstfahrer nicht anzubauen ist, wegen vor allem auch die Anbaulänge vom Gestänge. Mit der 24 Meter Trackpack haben wir eine einzigartige Lösung für Gülle-Selbstfahrer. Es gibt eigentlich keine andere Mitanbieter, der Schleppschuhtechnik in 24 Meter anbieten kann, der komplett zusammenklappt hinter dem Gülle-Selbstfahrer. Sowohl den Trackpack 24 Meter, so wie die hier heute stehen haben, als auch der Trackpack 21 Meter sind ausgestattet mit 4 Alrena-Exaktverteiler. Also bis 18 Meter Trackpack arbeiten wir mit 2 Alrena-Exaktverteiler. Ab 21 Meter arbeiten wir also mit 4 Exaktverteiler. Teilweise ist das, um kompakt bauen zu können und kompakt einklappen zu können. Das wichtigste Vorteil ist natürlich eine optimale Querverteilung. Und weiterhin ist es so, dass man mit der Alrena auch über mehrere Sektionen die Arbeitsbreite abschalten kann. Standardmäßig ist der Trackpack ausgestattet mit einer Teilbreitenschaltung halbseitig, also 50-50. Optional gibt es aber eine Vielfalt an Teilbreitenschaltungen verfügbar. Das kann entweder über Platten schieben, anderes Alternativ ist über eine Druckluftabschaltung pro Sektion. Weiterhin ist der Trackpack ausgestattet mit Plattenschieben unter den Schneidverteilköpfen. Die Plattenschieben unter die Schneidverteilköpfe sind dafür, um die Fremdkörperabscheide vom Fahrerhaus aus leerlaufen zu lassen. Teilweise ist das Komfort für den Fahrer. Zweitens werden die auch genutzt zum Leerlaufen lassen von das System, bevor der Maschine auf die Straße fährt und zum Nachtropfen von Gülle zu verkommen auf die Straßen. Ja, also nochmal
kurz und bundig mal die Vorteile vom Trackpark. Der Bomech Trackpark ist verfügbar in 12, 15, 18, 21 und 24 Meter Arbeitsbreite. Bei immer einer Transportbreite unter 3 Meter. Das Trackpark Schleppschuhgestänge ist einfach ein- und abzubauen vom Gülle-Selbstfahrer und eventuell auch sogar auswechselbar mit einem gezogenen Güllefass, mit einem Hübwerk. Und die Anbaukosten vom Gestänge sind sehr gering. Man braucht keine Seitenverriegelung am Fass oder weiteres. Und im Saison ist man flexibel und kann man einfach 1000 Twissen Schleppschuhgestänge und Güllegrübe oder andere Anbaugeräte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß auf die Profi-Gülletage. Kommt gerne vorbei, wir sind die ganze Woche für Ihnen da. Vielen Dank. Heute zeigen wir die Güllelinien und die Mergerlinie von der Firma Pluger. Das erste Gerät, was ich vorstellen wollte, ist das neue Vierrad. Das erste Mal, dass es vorgestellt wird an das Publikum. Vierrad, große Bereifung, großes Fass, geeignet für Fahrgassen, Grünland, Ackerland. Im Bestand, Maschine ausgerüstet, wie bekannt sind von der Plugermaschine, mit dem Saugrüssel vorne, 550 PS CVT-Getriebe. Focus ist Fahrbequemheit und Leistung. Neue Maschine, im Laufe von 2022 wird er weiter durchgetestet, ab 2023 verfügbar in der Markt. Fünfrad, das größte Fahrzeug von der Firma Pluger, 25 Kubik, Fünfrad gelenkt, Allradantrieb. Ja, der Maschine eigentlich geeignet für große Jahresmenge. Eigentlich durch die fünf Räder relativ wenig Gewicht pro Rad. Sehr wendige Maschine durch die Fünfradlenkung. Ein flexibles Gerät. Diese Maschine ausgestattet mit Nichtsensortechnik, Reifen- und Regenanlage. Ja, geeignet für Bomech, Schleppschlauchanbau bis einen großen Scheibengruber. Diese Bereifung. Aber nachher zeigen wir auch die Maschine auf Schmalbereifung, dass die Maschine auch in Maisbestand fahren kann. Wie gesagt, Fünfrad hier in der Ausstattung mit Schmalbereifung. Diese Maschine ist geeignet, um in Maisbestand zu fahren. Wir sehen den Trend, dass ich eine Verlängerung habe von meiner Gülle-Saison durch im Mais Gülle einzubringen und gleichzeitig zu hacken. Die Variante ist möglich auf dem Dreirad, auf das Fünfrad. Und natürlich auch auf die Vierrad-Variante, wobei ich auch dann Schmalbereifung drauf bauen kann, sodass ich in die Maisbestände fahren kann. Hier stehen wir das Fünfrad von der Vorderseite, die schmale Bereifung für den Mais. Aber was wir auch schön sehen, ist hier den Saugrüssel hier nach vorne abgelegt, sodass ich schnell überladen kann, wenn der LKW-Zubringer kommt. Speziell für den Dreirad-Fünfrad ist der Saugrüssel vorne abgestützt, sodass ich im Feld sehr schnell andocken kann. Auf der Straße wird er rückgelegt hinter dem Fass, sodass ich nichts keine Probleme habe mit Sichtbeschränkungen, wenn ich über die Straße fahren will. Das Dreirad in 4103, der kleinste von den drei Maschinen, die wir haben, haben Dreirad, Vierrad, Fünfrad. Alle Maschinen sind eigentlich gleich ausgestattet mit der gleichen Pumpe. Superload-Option, schnell zu beladen. Verschneidfilter, eigentlich alles sehr ähnlich. Diese Maschine ist eigentlich ein Einstiegmodell. Ja, derjenige, die Grünland, Ackerland fahren kann. Aber 20, 30, 40.000 Kubik zu fahren hat, ist eigentlich sehr gut ausgerüstet mit einem Dreirad. Auch hier diese Maschine wieder ausgestattet mit der Glaskabine. Super Fahrkomfort, gefedert. Eigentlich ein Fahrzeug, was passt bei allen Möglichkeiten, die ein Lohnunternehmer zu bieten hat, für die Güter einzubringen. Den 4240, der Pluger Bandschwader. Die wir hier sehen mit der bekannten Technik, die wir anbieten, 2x5 Meter Elemente mit der Möglichkeit, den Mittenschwad zu machen auf 11 Meter oder links-rechts zu schwaden, dass ich 11, 17 oder 22 Meter zusammenbringen kann. Bandschwader, eigentlich die Maschine für die optimale Futterqualität für den Landwirt. Die gezogene Variante von dem Bandschwader, qua Elemente gleich wie den Selbstfahrer, nur dann angebaut an einen Schlepper. Ja, ein bisschen abhängig von was der Kunde an Hektars pro Jahr zu tun hat, wird das für die selbstfahrende Maschine oder die gezogene Variante. Sie haben gerade gesehen, was wir bei Engbers & Söhne in Twist diese Woche vorstellen. Wir hoffen Sie gerne zu begrüßen die nächsten Tage und sind dann gerne bereit, etwas weiter zu erklären über unsere Plugermaschinen.